Jo Leute, was geht? Fulgeray ist wieder am Start mit einem weiteren Gameplay. Und heute wieder Sprengkommando Overflow. Mit der Waffe Type 25, glaube ich, heißt die. Schalldämpfer, Schaft und schnelles Magazin sind die Aufsätze. Oder schnell zielen. Eins von den beiden. Und ja. Ich habe heute jetzt nicht so richtige Themen, sondern eher so ein kleines und halt dann noch so ein paar Sachen zu Call of Duty Ghost und sowas. Also, mein Thema ist eigentlich eben Call of Duty Ghost, also wegen PlayStation 3 und so, für was ich es mir hole. Und zwar, ich hole es mir halt wahrscheinlich für beide Konsolen. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Dann, wenn es halt natürlich für beide Konsolen, was ich glaube, rauskommt. Und meine Freunde sagen mir jetzt mal, bleiben jetzt halt noch länger auf PlayStation 3. Dann werde ich es mir wahrscheinlich vorerst für PS3 holen und erst dann später auf PS4. Oh, ja. Dann zum Beispiel, was ich bei Call of Duty Ghost, worauf ich mich da jetzt schon freue, ist, dass es anscheinend wieder so was wie Spezialistenbonus gibt. Und das fand ich in MW3 richtig geil. Zwar ein bisschen unfair, aber naja, immerhin auch richtig gut. Es soll ja auch wieder so eine Art, also habe ich gehört, ich bin mir nicht sicher, meine Freunde, Überlebensmodus, natürlich nicht mit Zombies, das macht ja nur Triarch, so eine Art Überlebensmodus wahrscheinlich wieder gegen Menschen geben. Habe ich gehört, bin ich mir nicht sicher, ob stimmt. Ich meine, man munkelt, dass es kommt, so mit Menschen. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt. Mir hat der in MW3 natürlich nicht so gefallen, weiß nicht warum, aber ich werde ihn auch mal spielen, vielleicht auch ein Video dazu machen, ob er mir dann gefällt in Call of Duty Ghost oder nicht. Ja, was sich jetzt natürlich verändern wird, wenn Call of Duty Ghost draußen ist, die Black Ops 2 Gameplays werden natürlich ein bisschen reduziert. Da halt jetzt halt dann einfach Call of Duty Ghost da ist. Also werden natürlich auch dann alle meine Freunde wahrscheinlich zocken. Ich werde noch ein paar Mal hier Black Ops 2 spielen, dann, weil mein Ziel ist es, 200 Nuklear zu schaffen. Also ich habe im Moment 133 Nuklear. 1010 unaufhaltsam. Und ja, natürlich denken immer dann 1000 Leute so in der Lobby, wenn ich auf Deutsche treffe oder so. Ja, Prestige-Glitch, dass ich ja geglitcht habe wegen meinen Medaillen. Ist aber nicht so. Nichts geboostet, also nichts mit Taktikeinstieg oder nichts in der Bot-Lobby erspielt. Alles so richtig erspielt. Und ja, dann auf jeden Fall habe ich im Moment auch eine 2,46er KD. Ist natürlich, sage ich jetzt mal, nicht so krass für meine Verhältnisse. Also ich meine, deswegen kommt es auch so unglaubwürdig über, sage ich jetzt mal. Ich meine 133 Nuklear. Und dann sage ich jetzt mal, so eine schlechte KD ist halt echt unglaubwürdig. Würde ich auch nicht glauben wahrscheinlich. Außer ich spiele dann gegen den Kerl zum Beispiel und der zerstört natürlich aufs Übelste. Dann ist schon klar, aber wenn nicht, dann ich auch wahrscheinlich sagen Prestige-Glitcher. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag, meine Freunde, in dem Game. Ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen öfter, weil seitdem GTA 5 draußen ist, weiß ich nicht, gammeln irgendwie solche richtigen Lappen bei dem Spiel nur noch. Das macht mich übelst aggressiv, ich hasse das. Ich werde immer so dreckig gekillt oder so. Und ja, aber egal. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, 200 Nuklear zu schaffen. Auf einem anderen Account habe ich halt eine 6er-Quote. Und das ist nicht mit einer 6er-Party entstanden, sondern ich alleine mit einem Freund haben da manchmal gezockt. Und vielleicht noch mit einem anderen, aber von Level 0 halt an. Deswegen also nichts hier mit Supporter, alle, weil wir wollten Road to Commander machen. Und deswegen alle gleichzeitig gestartet, Level 0.
Und ja, also ich sag mal so, ich hätte locker eine Fünferquote wahrscheinlich. Wenn ich Solo spiele, dann vielleicht nicht ganz eine Fünfer, aber ungefähr so um den Dreh. Deswegen, meine KD steigt doch nur so langsam, da ich jetzt schon 100, was weiß ich, wie viel 1000 Kills habe. Aber egal. Dann GTA 5, dann komme ich jetzt mal dazu. Ich habe ja das Spiel jetzt auch schon länger, seitdem es draußen ist. Kampagne habe ich halt noch nicht durchgespielt. Aber das hatte halt den Grund, ich habe sie am ersten Tag und am zweiten gespielt. Und dann irgendwie ist mir so langsam die Lust vergangen. Ich weiß nicht warum. Aber mir hat das Spiel einfach dann doch nicht so viel Spaß gemacht mit der Kampagne. Und dann habe ich sie einfach aufgehört. Ich habe mittlerweile irgendwas mit 30%. Ich werde sie auf jeden Fall halt noch durchspielen. Bloß die Frage ist halt wann. Und ja, das ist halt, finde ich jetzt auch von mir persönlich selber ein bisschen schade. Weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, so GTA 5 ist da, gleich die Kampagne spielen. Dann habe ich aber doch wieder öfters Black Ops 2 gespielt. Da hatte ich mal eine Zeit lang gar keinen Bock auf überhaupt irgendwas. So PlayStation 3. Dann bin ich am PC gegangen oder so. Das war halt das Problem. Aber GTA 5 Online ist ja jetzt, glaube ich, auch letzte Woche rausgekommen. Am Dienstag. Oder diese Woche Dienstag? Diese Woche Dienstag, glaube ich. Auf jeden Fall, der Online-Modus finde ich geht. Also er ist jetzt nicht so überragend, aber er ist auch nicht schlecht. Also kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich sag mal so ein paar Nachteile, was ich halt nicht so gut finde, ist zum Beispiel, dass man, wenn man stirbt, von einem engen Freund oder so, der dich halt so zum Spaß abschießt in der Schießerei, verlierst du 1000, wenn du kein Deathmatch oder so machst. Dann verlierst du einfach mal $1000, weil du einmal gestorben bist. Das ist richtig viel. Vor allem finde ich, man bekommt das Geld sowieso so schwer. Deswegen fand ich das halt ein bisschen schade. Aber naja, egal. Dann Apartments oder so habe ich. Also ich habe bis jetzt nur Apartments gesehen. Ich denke mal, es gibt auch irgendwelche Häuser zum Kaufen. Garagen gibt es auch. Aber ein Apartment habe ich gesehen, kostet 300.000. Oh mein Gott, Leute, da kann man länger drauf hinsparen und ein Schalldämpfer 12.000. Also, da dachte ich mir, was ist jetzt los? Der Auffall ist aus. Nein, Spaß. Da war es echt irgendwie dann schon so voll komisch. Für einen Schalldämpfer 12.000 zahlen. Aber ohne Schalldämpfer, der Radius, wo du auf der Map gesehen wirst, ist ja mal übel. Die ganze Minimap ist rot. Und ja, deswegen habe ich ihn mir dann geholt. Ein kleiner Tipp für die, die sich so ein bisschen Geld farmen wollen, macht's, und die es noch nicht wissen, macht's einfach immer so mit ein paar Freunden, so drei, vier, einfach immer rennen und der erste Platz bekommt dann 5.400 oder so, ohne Wetten, glaube ich. Also ist schon viel für ein Rennen, vor allem dann kannst du halt das ein paar Mal machen hast, schon 10.000, was weiß ich. Also für die, die sich Geld farmen wollen, sozusagen. Deathmatch finde ich eigentlich ganz gut. Also im GTA der Modus, den finde ich ganz okay. Jeder gegen jeden ist sowas halt wie frei für alle. Team Deathmatch finde ich so lala. Also es gibt da ja auch sowas wie Search and Destroy. Das macht richtig Spaß. Bloß da finde ich ein bisschen blöd, dass immer so schnell vorbeigeht. Sollten sie mehr Runden machen, falls man es nicht einstellen kann. Aber sonst macht es schon richtig viel Spaß. Dann die Missionen finde ich ein bisschen schade gemacht. Also damit meine ich jetzt so, die Missionen dauern nicht wirklich lange. Also kannst du in 5 Minuten, in 5 bis 10 Minuten kannst du schon eine Mission schaffen. Ich bin jetzt auch, sage ich jetzt mal, ich denke mal noch nicht so. Entschuldigung, so weit. Ich muss halt immer so Drogen klauen oder sowas für die, für Simon oder so. Aber ja, die Mission ist halt dann immer so kurz und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich hätte gerne mal sowas wie in der Singleplayer-Kampagne, so ein Juwelierraub.
sagen wir jetzt mal, das hätte mich jetzt halt übelst so gefreut, wenn es das geben würde. Weil das ist einfach krass gewesen. Die Mission mit dem Juwelier ausrauben oder so war einfach gigantisch, sag ich mal. Und das stört mich halt ein bisschen am Online. Dann, was ich aber cool finde, ist das mit der Crew eben, dass man so seine eigene Crew haben kann. Ich und meine Freunde gammeln dann auch meist immer so zusammen. Und ja, andere Leute abschießen, sag ich mal, tun wir jetzt nicht so wirklich oft. Da man GTA 5 an sich, finde ich, richtig schnell stirbt. Du kannst dir natürlich zwar Schutz kaufen und sowas, aber ich finde, das reicht nicht wirklich. Ich finde, man stirbt einfach immer noch so schnell. Deswegen mache ich auch nicht so oft eine Schießerei, eher in Deathmatch oder sowas. Aber sonst so Solo zum Beispiel jetzt eigentlich nicht. Was ich ein bisschen schade finde, dass die Munition in Deathmatch oder Team Deathmatch von deiner richtigen abgezogen wird. Also ich fände, sie hätten es eher so machen sollen. Du hast dort nicht unendlich Munition, sondern so viel, wie du dir gekauft hast, aber es wird dir nicht von der richtigen abgezogen. Das fand ich besser. Und ja, aber ist ja auch egal. Dann Battlefield 4. Dazu sage ich jetzt mal noch schnell was, weil es fällt mir gerade so ein. Da habe ich letztes Mal so zwei Leuten zugehört, die haben ein bisschen drüber geredet. Die haben halt anscheinend Battlefield 4 gehabt und haben es, also halt die Beta. Und anscheinend der eine so, ja, das ist so verpixelt wie Minecraft oder wie auch immer. Und sowas, da musste ich schon ein bisschen lachen. Ich habe es natürlich nicht, deswegen weiß ich jetzt auch nicht an der Qualität. Ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall noch verbessern. Ist ja klar. Aber für die Leute, die sie haben, denke ich mal, ist sie eigentlich schon ganz geil. Ein Freund von mir hat sie, weil er hat Battlefield 3 Premium auf PlayStation. Also anscheinend konnte man sie so bekommen. Das hat er und dadurch hat er jetzt die Beta. Und ja, dann nochmal hier so kurz zu GTA, nee, zu Call of Duty Ghost. Ich hoffe, da gibt es einen, weil viele Freunde von mir haben mich natürlich halt gefragt, ob sie mit mir in einen Clan können. Habe ich natürlich gesagt, ja, ist okay. Wenn es geht, also, weil ich hoffe, das läuft nicht mehr über Elite. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr es wisst, ob es noch über Elite läuft oder nicht. Ich würde es nämlich gerne wissen, weil ich habe anscheinend schon bei MW3 einen Elite-Account gehabt. Weiß die Daten jetzt nicht mehr. Und deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich sie irgendwie zurückbekommen kann. Also ich meine, mein Passwort und alles wieder rausfinden, E-Mail. Wenn ich das nicht mehr rausbekomme, dann habe ich Arschkarte. Wenn schon, dann habe ich Glück, falls es in Call of Duty Ghost noch über Dings läuft. Elite. Was ich dann jedoch noch mir überlegt hatte, ist vielleicht einfach einen ganz neuen Account zu erstellen, wo ich dann sowas wie zum Beispiel bei Apokalypto Red, nicht Apokalypto heißt, sondern irgendwie anders. Ich meine, der Apokalypto Clan hat ja vorne überall Apokalypto stehen und ich habe mir überlegt, ob ich auch irgendwie sowas machen soll, mich auch irgendwie vorne so benennen mit ein paar Freunden. Und ja, vielleicht mache ich das auch. Auf jeden Fall freue ich mich schon übelst auf Ghost. Auch wenn ich schon viele Nachteile gehört habe. Aber ich denke mal, es ist einfach wie kein Call of Duty bis jetzt. Also es ist richtig komisch. Es gibt aber anscheinend wieder sowas wie ein Spezialistenbonus, also es gibt wieder, glaube ich, sogar den Spezialistenbonus mit allen Perks dann. Und ja, also wird auf jeden Fall dann richtig oft hier Gameplays hochgeladen von Call of Duty Ghost. Von Black Ops 2 Origins werde ich, denke ich, auch nochmal ein Video hochladen. Demnächst, vielleicht am Wochenende oder so. Also nächste Woche am Wochenende. Wie ich halt Zeit und Lust habe. Und ja. Ja, Leute, das Gameplay endet jetzt sogar dann schon gleich hier eine halbe Minute.
jetzt mal hier noch so schnell zum Schluss. Also, ein Freund von mir hat halt immer gegen mich gespielt, aber ich sag jetzt nicht seinen Namen. Und ja, ich habe jetzt halt hier noch die Scorpion aufgehoben, weil meine Type war leer, keine Ahnung warum. Irgendwie, ich habe Plünderer-Packages aufgesammelt, aber nicht wirklich viel Munition immer bekommen. Aber naja, was soll man machen? Also 90 ganz gut, meine Freunde, könnt ihr ja bewerten, euren Freunden sagen und so, sie sollen mal auf meinem Channel vorbeischauen, wenn es euch gefällt. Und ja, ich bin auch, sag's wie immer, haut rein, bis zum nächsten Mal, Servus.